Und willkommen bei Random. Ihr seht richtig Panfu. Eiskalt. Mein Aussehen. Es ist so behindert, Alter. Account. Ich zeig mal. Account 43 ist in Ordnung. Keine Goldmitgliedschaft. Wein. Das Aussehen. Wie es aussieht. Wer gibt dafür Geld aus, Alter? So, ich ändere jetzt. Wo sind meine Sachen? Diebe. Meine ganzen Sachen wurden geklaut. Ich rede einfach mal ein bisschen mit, ne? Ja. Hä? Wie bescheuert ist das Spiel, Alter? Normalerweise gibt es da Sachen. Loading, ist hier noch was? Meine Freunde wurden auch alle gelöscht. Meine ganzen Sachen wurden geklaut. Sicher, ich werde, solange ich online warst. Existiert mein Haus noch? Für alle, die nicht wissen, was gerade Sache ist, wir testen alte Spiele, die wir früher mal oder so gespielt haben. Und da es bei mir gerade nicht geht, meins, das muss ich noch irgendwelche Einstellungen machen. Wird dir per Bildschirmübertragung zugeguckt? Genau, gucke ich mal bei Bildschirmübertragung zu und kommentiert mit. Kommentier einfach mal mit. So, gut, mein Haus bisher sehe ich noch nix. Ah, genau. Also mein Haus existiert noch. Oh, krass. Ey, das ist echt fast so wie Movie Star Planet, nur halt mit Pandan. Mit ein paar Kindern, okay, denen geht's nicht gut, dann fütter ich mal. Ah, kann ich gar nicht mehr. Dafür muss ich mir Goldmitglied kaufen. Warst du da aber Goldmitglied? War ich mal. Also wenn man Geburtstag hat, bekommt man das gratis deswegen. Okay, die Haustiere kann man nicht mehr füttern. Und wie lange bekommt man dann gratis? Für einen Monat. Welche Mission machen wir mal? Hol dir dein Level. Also man kann für so ein Spiel, für alle, die es nicht wissen, echt Geld ausgeben. Also, ja, so. Es ist so traurig. Ich mache jetzt eine Mission. Da. Hier runter. Da kann man echt Mission machen? Ja, Ist ja oh, da ist sogar ein anderer Spieler. Oh mein Gott, manche Leute spielen noch dieses verkackte Spiel. Ein Mensch, das war eine Zeit lang so beliebt. Alle Server waren voll, du konntest wirklich nur mit Goldmitgliedschaft. Oh shit. Oh shit, oh shit. Alter. Jetzt kommt es. Was passiert jetzt? Da muss man dazu sagen, es gibt nur noch einen Server davon, ne? Ja. Alle gelöscht. Okay. Ah, dafür braucht man einen Partner. Super, ist aber niemand da. Ne, frag doch den anderen da, der da steht. Ja, es gibt keinen Chat. Mein Kumpel, der kommt jetzt auch schnell in das Spiel rein. Weil neben mir sitzt noch einer und der hat das Spiel auch. Dann machen wir die Unterwassermission. So. Wer sitzt denn gerade neben dir? Ein Achtklässler. Das kann ich dir nach der Aufnahme sagen. Krieg ich ein Foto von denen? Okay. Bekommt sie ein Foto von dir? Ich finde, der ist genauso fett. Die kennt mich schon. Sie kennt dich schon. Also, ja. Wer ist denn das? Wer ist denn? Den Namen sage ich jetzt nicht im Video. Oder warte, hast du was dagegen? Also nur vorne. Direkt in der Nö. Nö, okay, Maxi. Maxi? Ja. Hey, der Name sagt mir gerade gar nichts. Send mir einfach mal nachher ein Foto. Okay. Die Mission geht, glaube ich, auch nicht. Dann machen wir jetzt ein Spiel. So, jetzt spielen. Runde 1. Ah, 30. Alter, ist es bescheuert. Das Spiel ist... Da musst du sogar rechnen. Oh, erster, 50. Alter, ist das ein Lernspiel? Ja, nice. Ich bin in Führung. Nein. 40. Richtig. Ich bin gut. Bist du die orange Schnecke? Ja, ich bin die orangene. 100. Ja, komm. Da spielen so ganz kleine Kindergartenkinder mit, wo diese Übermuttis sie dazu gezwungen haben, das zu spielen. Dass die was für die Schule machen. Genau, damit, weil die Mutti denkt, dadurch lernen die was. Nein, 1. Komm, eine Runde haben wir geschafft. Hä, die ist jetzt ja schon schneller, die kann ja nicht verlieren. Nein, was? Nee, richtig gut. War das nicht falsch? Ist das unlogisch? Komm, nein! 40. Ich würde mein Kind ja richtig. Falsch, nein! 50 wäre es gewesen. Ich würde mein Kind richtig damit quälen, wenn ich mein Kind sowas antun würde. Nein, 2! Nee, tschüss. Wir hören auf. Das Spiel nicht spielen. Oh, hier ist jetzt der Score. Nein, wir wollen jetzt nicht in den Shop gehen und Münzen kaufen. Vielleicht geht das. Für mich hin.
Hey, ich verstehe diese Logik dieses Spiels gar nicht. Also die Aufgaben sind so voll leicht, aber dieses Drumherum ist irgendwie schon allein für mich viel zu kompliziert. So, ist schon wieder viel zu viel. Ah! Goldmitgliedschaft ist jetzt günstiger. Nice! Direkt kaufen. Alter, nee, du machst du nicht. Du bist behindert, weil er gibt für so ein Spiel Geld aus. Oh, jemand geht in die Eisdiele rein. Kauf dir lieber ein Premium für Gomme oder so. Nee, ich bin da gebannt. Hast gehackt? Ja. Aber nur auf. Das ist der einzige Server, wo ich hacke. Warte, hier ist noch ein Spiel. Okay. Nice. Werbung, Alter, diese Werbung. Wir sind schon mal der Beste. Nice. Start. Weil du der Einzige bist, der mitspielt. Runde 1. Du hast es geschafft. Okay. Ich habe Runde 1 geschafft. Erst meine Waffe. Du hast doch gar nichts gemacht. Ja, ich weiß. Zwei Eiskugeln. Oh, shit. Zwei Schokokugeln. Hier. Das und das. Hier. Das ist doch ein sinnvolles Spiel. Das ist pädagogisch falsch. Das ist pädagogisch wertvoll. So. Dieses Spiel ist pädagogisch wertvoll. Liebe 8-jährigen YouTube-Kinder, holt euch dieses Spiel, wenn ihr gerade zuguckt. Es ist sehr lernreich. Habe ich jetzt meine Aktion? Ach stimmt, es gab ja auch Aktion. Warte, habe ich jetzt meine Sachen wieder? Ah gut, ich habe meine Sachen wieder. Jetzt zieh dich um. Ich will sehen, wie du. Oh mein Gott, ich will, dass du den Bart aufsetzt. Nee, warte, wir fangen hier an. Farbe. Blau. Oh, du kannst ne. Oh mein Gott, ey. Ja, Die Schuhe? Ja, okay, geht. Dieses Spiel ist leicht verstörend für mich. Geht nicht. Das geht nicht. Manche Sachen kann man nur mit Gold mitkriegen. Nein, okay, geht auch nicht. Dieses Spiel ist so verstörend auf mich, Alter. Du kennst doch noch die Teletubbies, ne? Ja. Kennst du diese? Es gab doch mal so eine Horrorfolge, wo irgendwie die Maschine kaputt gegangen ist, dann hat er die Maschine repariert und dann war irgendwie der Pudding schlecht und alle, und dann haben irgendwie, ich glaube, es waren 4 Teletubbies und 3 davon haben diesen Pudding gegessen. Oh shit. Und der alleine, die mitten in der Nacht mit richtig viel Nebel im Wald gegangen und der alleine war, hat die dann gesucht und das war so Slender-mäßig, immer wenn die näher kamen und so. Kennst du die? Das gab mal so eine richtige Horrorfolge. Ich verstehe das nicht. Guck mal, da steht. Du musst Level 5 sein und ich bin Level 53, also geht's nicht. Läuft auf jeden Fall. Und ah gut, es geht. Das war die verstörendste Folge von irgendwas in meiner Kindheit, die ich hier gesehen habe. Aber das Spiel ist gar nicht verbuggt oder so. Alter. Warte, wo war das? Ich glaube, das war hier beim Schloss. Hm. Ich glaube, so ein bisschen hier dürfte jetzt eine Wahrsagerin irgendwo drinne sein. Alter, wie... Vor allen Dingen, es ist, also, dieses Designing passt null zusammen, ne? Dieses Schloss ist so gezeichnet, dann kommt da dieser programmierte Panda rein, der da irgendwie null reinpasst. Guck dir mal das Schloss an und dann diese Ente, die da steht. Diese Ente. Ja. Was hier oben? Pauls Zimmer. Wir gehen jetzt in Pauls Zimmer. Oben bei. Sehr hochwertig aus. Was ist denn oben bei Paul? Ah, das ist Paul. Paul the Kid. Vor allem, guck mal dir an, dieses Spiel, ne? Gibt es wieder Pfannkuchen? Das ist so unnötig. Nein, ich hab grad keine Pfannkuchen. Ey, Flo, das ist doch so ein Kinderspiel, ne? Ja. Hast du gerade diese Werbung an der Seite gesehen? Ich weiß. Ich glaub, der Balsar. Ich glaub, der Balsar ist es. Wir gehen mal gucken. Ist die Aufnahme diesmal pädagogisch wertvoll und du hast einen Timer gestellt? Nein. Es kann nicht mehr sinken. Es kann nicht mehr. Also ich finde, das Spiel ist schon mal Profispiel. Mitten im Schloss, was ist da passiert? Hast du da gerade? Warum ist da Wasser? Warum nicht? Vielleicht weil es mitten im Schloss ist? Ja. Das Spiel ist logisch. Hä? Vielleicht hier? Schlossturm? Ich guck mal, ob ich sie finde. Ja, genau, gut. Hey, wie pädagogisch unwertvoll dieses Spiel ist. So, wir setzen uns da mal hin. Ich hab's mir umüberlegt. Liebe Kinder, tut euch dieses Spiel nicht an. Ihr werdet verstört danach sein. So. Ihr werdet nie wieder schlafen können. Und?
gesegnet, die auf Erde Frieden stiften. Okay. Schönes Horoskop. Das sage ich nur, ins Flugzeug. Ins fliegende Flugzeug. Nee, ins abgestürzte Flugzeug. Oh. Ich bin mal gespannt, wie morgen. Oh nein, also, Rätsel. Wir produzieren ja vor. Für alle, die gerade nicht checken. Ich bin gespannt, wie morgen deine Zuschauer auf das erste Video mit mir reagieren werden. Hm. Ah, wir gehen jetzt auf die dunkle Seite. Oh, ich weiß noch, als die dunkle Seite rauskommt, ich und mein Bruder haben das so gefeiert. Und hier ist sogar ein anderer Spieler. Nice. Der ist Level 1. Noob. So heißt er sogar. Passt zu ihm. Noob. Als ob er echt. Okay. Ich will nicht mehr. Dieses Spiel ist so verstörend für mich. Ah, wir gehen jetzt Kart fahren. Was tust du mir da an? Dieses Spiel ist so verstörend. Oh, oh, shit. Guck dir dieses Bild an, Alter. Der Panda passt da null rein. Oh, Goldmitgliedschaft erforderlich. Hm, zum Strand oder zum Hafen? Okay, mach irgendwas, was nicht so. Warte, das kenne ich noch, das kenne ich noch. Hier konnte man seine Tiere trainieren. Oh, mir ist kalt. Hm? Nein, so. Und irgendwie, die Seite ist auch null stabil. Flo, jetzt weiß ich, warum du in deiner Kindheit so warum du jetzt noch so verstört bist. Ah, hier ist der Shopping. Die Kindheit ist dran schuld. Hier ist der Shopping-Katalog. Ja. Alter. Das ist doch ein schöner Katalog. Und die Preise, so realistisch für eine Schildkröte. 4.500. Wir gehen nochmal in unser Haus. Vielleicht finden wir in unserem Haus was Schönes. Endlich finde ich den Grund, warum du so verstört bist. So wird mein Haus auch später aussehen. Da steht dann so ein Eiffelturm. Ja, na klar. Ist ja warte. Alles so realistisch. Haus-Upgrade. Oh, seit wann gibt's das? Möbel kaufen. Genau. In einem Karton ist... Wo sind meine Sachen? Super, die fehlen auch. Ah, Besen. Ja, bitte. So. So sieht der Raum ohne Sachen aus. Und die Seite leckt auch gar nicht. Aber das war schon immer, dass die Seite... Voll. Ja, in Baumhaus leckt die Seite immer. Haus-Upgrade. Deine Stimme war gerade wie ein Roboter. Ja, vielleicht bin ich auch ein Roboter. Flo, bitte mach es jetzt nicht noch verstörender, als dieses Spiel schon ist. Ja, und okay. Dann noch deine Stimme dazu. Okay. Ah, jetzt hier. Geht nicht. Ah, Werbung. Super. Wir werden hier, jetzt seht ihr die Preise für Goldmitgliedschaft. Kauft es euch jetzt. Warte, lass es mal an. Ich möchte vor allen Dingen, das ist so super logisch. Ne? Also ein Monat kostet 9. Sechs Monate 41 und lebenslänglich 60. Super. Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer. Ein Monat bis sechs Monate der Vertrag verlängert sich automatisch, okay? Gut. Und hier die Vorteile. 100% werbefrei. Super, also das lohnt sich 100 pro. Warte mal, ich alle Vorteile. Ach man. Nee. Früher habe ich immer in dieser Rakete gewohnt. Ich meine, wir kommen da jetzt noch. Wer gibt 41,90 aus für dieses Spiel? Nee, ach, das können die Zuschauer noch Pause. Das Klavier kann ich auch nicht nehmen. Super, jetzt öffnet sich immer das. Super, weil ich noch nicht Level 5 bin. Ich bin erst Level 53. Wir gehen mal zum Hafen. Aber ich glaube, die Aufnahme geht dann noch schon lang genug. Ja, die geht echt schon lange, aber ich vor allem, warum sind auf diesem Schiff so viele verschiedene Farben? Nee, Pinguine? Wir beenden jetzt das nach dieser Runde hier. Okay. Fertig! Los, beginn! Oh, dieses Spiel ist geil. Nur halt mit einer längenden Internetseite. Nicht so nice. Ja, das liegt aber echt voll, ne? Ja, das ist geil, weil die Internetseite null gut ist. Hast du dir schon mal die Qualität angeguckt? Also die Grafik ist wow. Und du kannst einfach das die Kugeln wegschießen. Schlechter kann man es nicht machen. Ich? Alter, wie es leckt. Ja, das ist halt ein gutes Spiel. Ist nice. Übertrieben. Bam.
Seht ihr, wie gut ich bin? Ich glaube, das Spiel kann sich noch sehr lange rauszögern. Das heißt, die Aufnahme geht entweder noch 30 Minuten oder Flo beendet jetzt. Ja. Wir sehen nämlich, wie das okay, hier ausgeht. Okay, so, Leute. Du hast folgende Anzahl. Oh, wir können damit shoppen gehen. So, wir stellen uns jetzt auf den Steg und beenden da die Aufnahme. Oh. Meine Einschätzung für dieses Spiel. Hast du den Spring sehen? Nee, die Einschätzung kommt ja dann Ende der Woche. So. Nein, ich muss einfach sagen, es ist verstörend. Tut es euch nicht an. Ich möchte nicht nur. Flo, bitte, lass uns das nicht nochmal jetzt machen. Bitte lass es. Wir haben zwar gesagt, wir machen 3 Folgen, ne? Aber dieses Spiel ist so langweilig und so. Es ist so traurig. Davon können wir keine 3 Folgen. Also, wenn es euch gefällt, wenn euch das Spiel gefällt, lasst ein Like da. Nein, falls ihr das nochmal sehen wollt. Und ciao.